Hallo und herzlich willkommen, Daniel von Melikus hier und ich habe den legendären Kapellmeister, den Oberkapellmeister der Kapelle der Kapellmeister bei mir im Interview. Hallo und herzlich willkommen, Matthias Joos. Daniel, vielen Dank. Lass das legendär weg, das ist zu viel des Guten. Zu viel des Guten, nein, alles gut. Ja, Matthias, wir wollen uns heute mal ganz kurz ein bisschen über die Kapelle der Kapellmeister unterhalten. Hintergrund ist der, dass wir am 9. November ein großes Konzert in Neuenburg vom Wald in meiner Heimatstadt hier abhalten. Und ich würde sagen, ich starte gleich mit der ersten Frage. Und zwar, die Kapelle der Kapellmeister vereinigt ja wirklich namhafte Orchesterchefs von eben namhaften Blasmusikformationen. Wie bist du auf die Idee gekommen, mit der Kapelle der Kapellmeister durch Europa zu ziehen? Also eigentlich war es nur meine Idee, sondern auch die Idee von natürlich von Tarek und von Andy Hofer. Aber die Idee dahinter war, dass wir schon damals gesagt haben, dass es so viele Kapellmeister gibt und so viele, auch viele Freunde von uns, die sich eigentlich bei so Konzerten immer die Klinke in die Hand geben. Ja, die dann immer sagen, okay, der eine spielt um 16 Uhr, der andere um 18 Uhr und dann sieht man sich kurz und sagt Hallo. Aber die Chance, mal gemeinsam Musik zu machen, gibt es eigentlich selten. Und das war der eine Treiber. Der andere ist natürlich schon, dass wir sehen, dass die großen Besetzungen eben signifikant abnehmen in Anzahl. Und wir natürlich gemerkt haben, dass für uns dieser ganz große Orchester-Sound zu kurz kommt. Und wir einfach gesagt haben, dann lass uns genau gegen den Trend arbeiten. Und neben unseren kleinen Besetzungen, die wir ja auch alle haben, also das ist eine mit Black Express oder ich mit den Babel-Musikern, dass wir das trotzdem angehen, um da was zu erhalten, was vielleicht auch verloren gehen könnte, nämlich diesen Sound, diesen großen Orchesterklang. Verstehe. Erreiche ich dich momentan im Urlaub oder bist du zu Hause? In der Tat. Also du erreichst mich im Urlaub. Ich bin hier in der Nähe von Rom, in einem Ferienhaus. Ah, okay, und, cool. mit einer anderen Familie unterwegs und bereite mich somit mental schon mal auf den 9.11. vor. was ja auch nicht immer so trivial ist, weil ich muss ja, wie viel haben wir jetzt, glaube ich, 21 Stücke oder 22 Stücke, die müssen ja alle auswendig in den Kopf gehen. Und da ist dann etwas Ruhe und mal Kinder im Pool und dann das Vorbereiten doch ganz nützlich. Verstehe. Und wahrscheinlich sicherlich ein guter Rotwein und mediterrane Kost, die braucht es dann da auch mal, gell? Aber sowas von ganz bestimmt. Ja, kann ich mir vorstellen. Wunderbar. Ja, cool. Was macht denn diese Zusammenarbeit mit den Dirigenten, mit den Kapellmeistern so besonders? Also ich stelle mir vor, du hast natürlich jetzt da keine, ohne das jetzt böse zu meinen, du hast ja keine blutigen Leiern vor dir, sondern du wirst sicherlich da besonders gefordert sein, weil die natürlich auch das besonders erklärt werden müssen. Wie ist das für dich? Naja, also wenn ich jetzt mal so im Schnitt anschaue, ich glaube, also ich bin da wahrscheinlich mit Abstand noch der am wenigsten ausgebildetste Dirigent, wenn man das so will. Also ich glaube, da geht es weniger darum, dass ich die Kompetenz mitbringen oder den B-Schein oder was weiß ich was, um das geht es ja gar nicht, sondern eher um den Wille, um die Emotionen und auch um die Organisationskraft drumherum. Das Spannende, was man musikalisch merkt, ist einfach, dass jeder merkt, okay, wir haben ein Konzert und da weiß ich, da sitzen Leute um mich herum, die kennt man aus der Szene, die kennt man aus dieser ganzen Gruppe heraus. Da will man top vorbereitet sein. Und ich glaube, das merkt man schon, dass da jeder ankommt und eigentlich exzellent vorbereitet ist, die ganzen Sachen verinnerlicht hat und jetzt nicht irgendwie bei Null startet, wenn wir dann in die Probe gehen. Das heißt, jeder hat so ein bisschen an sich selber den Anspruch, den er auch wiederum an seine Orchester oder sein Orchester oder seine Gruppe hat, nämlich um vorbereitet zu sein. Das merkt man. Was aber ziemlich konträr ist, dass man eigentlich jetzt erwarten würde, okay, da sitzen wie viele Alpha-Tiere auf der Bühne, weil die alle ja musikalisch beneidet sind. Das merkt man aber gar nicht. Also da geht jeder, ist da eher unterstützend tätig. Also so nach dem Motto, ich habe noch einen Tipp oder einen Hinweis. Also du erinnerst dich, letztes Jahr, wir hatten ja diesen Moldau-Walzer, der war nicht so ganz trivial.
Und da habe ich mir auch schwer getan, wenn man das richtig macht. Und da hast du mir ja auch gesagt, hey, mal probier's mal so. Und das finde ich gut, weil es jetzt nicht so ist, dass da die Leute sitzen und sagen, okay, du musst das jetzt so machen oder das ist blöd, sondern es ist gegenseitiges Helfen. Das macht natürlich auch viel Spaß, weil es immer miteinander und füreinander ist. Ja, also wenn ich das mal so zurückspiegeln darf, das Miteinander, das sehe ich auch so. Und ich finde es auch ein Stück weit, ist es meine Pflicht, sage ich schon fast, würde ich meinen, weil es ist ja, wir proben ja nur an diesem Tag und es möchte ja jeder wirklich das Allerbeste auch auf die Bühne bringen und möchte natürlich auch, dass das Konzert wirklich, ja, wirklich auch sehr, sehr hohe Qualität hat. Und wenn ich natürlich, jetzt gerade bei Moldau-Walzer, habe ich natürlich den Vorteil gehabt in dem Fall, dass ich den halt mit meiner Mission Böhmisch damals halt auch auf CD aufgenommen habe und natürlich agogisch, ja, da bei dieser Ritter-Tandi-Stelle natürlich genau die gleichen Probleme hatte, ja, und dementsprechend auch wusste, wie man sich das Orchester da an der Stelle einfängt, sodass man da agogisch gut durchkommt. Und fast schon eine Verpflichtung ist für die Leute zu sagen, im Respekt natürlich, das war jetzt nicht so dann von oben herab, sondern es war ja eine respektvolle Kommunikation da. Und ja, das schätze ich auch sehr. Also die Gespräche, die Kollegen, das ist schon richtig cool da. Du musst es auch so sehen, ich meine, das ist ja durch, also du kannst ja nicht alles an so einem Konzert vorher irgendwie absichern. Na, also jetzt überleg mal, wir machen natürlich, die Noten sind da, dann gibt es diese Eintragung, die wir alle quasi eintragen vorab, um einfach Zeit zu sparen. Aber du kannst nie sagen, oh, da gibt es jetzt irgendwie ein Thema in irgendeiner Form und das müssen wir vorab sichern. Letztes Jahr hatten wir ja das Thema zum Beispiel Goldene Trompeten, als dann im Trio quasi wir nochmal wiederholen mussten. Spontan. Was ja mit dem Team wunderbar funktioniert, aber du wirst dieses Risiko wirst du nicht absichern können. Und das heißt aber auch, dass du natürlich schauen musst in so einer Probephase, wie kann ich bestmöglichst schauen und Risiken quasi vorher schon bewerten, gegebenenfalls auch sagen, ah, das könnte schief gehen. Und da natürlich dann aber auch zu sagen, hey, helft mir mal. Ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung. Also wie gesagt, ich bin ja stehe ja nicht vorne dran, weil ich der beste Dirigent bin, um Gottes Willen. Und das Ganze funktioniert auch nur, die Kapelle der Kapellmeister, weil es diesen Wir-Effekt gibt. Und deswegen ist die musikalische Kompetenz, die da sitzt, und zwar in der Ganzheit, einfach eine total geniale Sache. Ja. Das sehe ich auch so, da gebe ich dir voll recht. Ja, die Goldene Trompeten, finde ich, wenn man das Video ansieht, fällt es gar nicht so stark auf. Möglicherweise, also ich verlinke das Video mal unten in der Videobeschreibung. Da ging es ja um die Trio-Reprise, genau, dann kam die. Das sind jetzt voll die Insights. Ich glaube, das ist schon interessant für die Zuschauer. Lustig. Vielleicht nochmal zur Erklärung. Also es ging ja darum, dass wir gesagt haben, wenn quasi der Dalsenio-Teil kommt im Trio, dass die Sänger den Teil direkt singen als Dalsenio und wir dann quasi ohne Wiederholung ins Infine gehen. wir haben das dann dirigiert und glaube ich so bei 80% des Trios, also der Trio-Tutti-Stelle, dachte ich so, wo sind eigentlich die Sänger? Ja. Und dann kamen die gerade und ich dachte so, nein, das müssen wir wiederholen. Aber das ist ja auch das Schöne. Das finde ich aber auch das Krasse. Ich meine, wenn du überlegst, dass da 32 oder mehr Leute vor dir sitzen, die ad hoc innerhalb von 2-3 Reaktionssekunden darauf eingehen, ohne dass es der Zuhörer merkt, der spricht ja schon auch für sich, was da an Kapazitäten auf der Bühne sitzt. Ja, das sehe ich auch so. Und es ist natürlich dann immer, so wie auch jetzt, solche Erlebnisse, die nimmst du halt auch wirklich mit in die Ewigkeit, kann man fast sagen. Also du wirst immer wieder drüber sprechen in ein paar Jahren. Weißt du noch, damals in Mutzig,
goldene Trompeten, da die und also das ist ja, das macht es ja auch ein Stück weit wirklich aus an der Stelle. Absolut. Cool. Matthias, wie gelingt es der Kapelle, der Kapellmeister, dass dieser Mosh-Sound, den eben wir ja versuchen, so originalgetreu, wie es möglich ist, auf die Bühne zu bringen? Wie denkst du, gelingt es uns, dass wir da wirklich auch sehr nahe ans Original rankommen? Also ich glaube, es sind drei wesentliche Faktoren. Der Faktor eins ist die Literatur. Also ich glaube, wenn man schaut, so diese letzten 10 Jahre Mosh, dann maßgeblich mit Player, vorher mit Scabra da gibt es schon Komponisten, die sehr bewusst so ein großes Orchester in Szene gesetzt haben. Ja, also ich würde sagen, natürlich gibt es auch den ein oder anderen Franz Bummel-Titel, aber die waren schon sehr beschränkt auf die kleinen Besetzungen, aber auf die urtypische Besetzung. Ja. Und ich glaube, die Titel, die wir raussuchen, sind bewusst so geschrieben, dass sie das in Szene setzen, was man normalerweise nicht hört. Also zum Beispiel den vollen Klarinettensatz oder die zweite Trompete oder auch das Waldhorn, was ja durchaus in zweistimmiger Form, bei uns sogar in dreistimmiger, vielleicht nächstes Jahr in vierstimmiger Form zum Einsatz kommt. Ja. Ich hab eine Riesenkapazität noch an der Hand. Ein Spoiler, der da Lust hat. Also das ist der erste Pfahl, dass du wirklich Pflock, dass du sagst, wir haben Themen in dieser Musik, wo du bewusst das Orchester nutzen kannst. Und der zweite Punkt ist das Orchester selbst, also dass du sagst, du spielst eben nicht mit der böhmischen 12, 14, 16, 18 Mann Besetzung, sondern bewusst hast du eine große Besetzung da sitzen mit großem Klarinettensatz, mit zwei Tuben, zwei Schlagzeugern. Also ich denke, 34 Musikerinnen sind es in der Summe, ne? Genau, und natürlich die Sänger und natürlich auch das Konzertbecken. Also für mich ist das Konzertbecken eines der wichtigsten Elemente, witzigerweise. Ich habe jetzt am Wochenende auch im Workshop wieder gemerkt, wie strukturgebend eigentlich so ein Konzertbecken ist. Und das ist so der andere Punkt. Und natürlich auch, dass du im Melodiesatz quasi immer doppelst oder trippelst. Also Flügelhorn 1, 2, 3, erste Flügelhorn dreimal, zweite Flügelhorn dreimal. Und das hat natürlich einen ganz spannenden Nebeneffekt, nämlich, dass du eigentlich fast schon Korsett baust, in dem die Musik stattfinden kann. Du hast aber nicht mehr dieses... Jeder ist ein Individuum und kann in diesem Individuum sich ausleben, sondern du denkst immer nur im Kollektiv. Und das hat einen riesen Vorteil, weil die Musik dann relativ eng wird, weil die Interpretationsmöglichkeit geht verloren. Oder sie findet nur im Satz statt. So. Und der zweite, dritte Aspekt, und das finde ich eigentlich auch wichtig, und das kann man auch nicht anders sagen, wir haben halt den BEMI mit dabei. Und der BEMI als Mischer hat eine unheimliche Gabe. Erstens, er liebt diese Musik. Also das ist echt, ich weiß noch, wo er zum ersten Mal dabei war. Das war in Weiler. Ja, da bin ich danach zu ihm hin, habe mich bedankt. Und der hatte, also ich würde nicht sagen Tränen in den Augen, aber da hast du richtig gemerkt, es war für ihn so, wow, was da passiert. Und er hat natürlich die unheimliche Gabe, diese Musik so herauszustellen, dass jede Nuance sichtbar, hörbar, spürbar wird. Ja. Und da kann man einfach mit großem Stolz sagen, super, aber auch gleichzeitig sagen, wenn es nicht so wäre, wäre es anders. Ja. Und das merkt man, glaube ich, auf den Musikaufnahmen auch sehr deutlich, dass einfach diese musikalische Qualität zu einem Großteil auch über die Anlage stattfindet. Also ja, die Halle war ja, oder dieser Konzertsaal war ja viel zu groß, um jetzt irgendwie ohne PA zu spielen. Also von daher, du brauchst eine PA, aber du kannst natürlich meiner Erfahrung nach mit einem schlechten Mann hinter dem Mischer halt alles kaputt machen, was die Musiker auf die Bühne bringen. Ja. Und
Darf man das sagen? Aber ich glaube, wir haben eine andere namhafte Besetzung beim BMI ausgestochen an diesem Abend, dass er sich bewusst für uns entschieden hat. Darf man das sagen? Ich glaube, diplomatisch gesagt, wir waren einfach früher dran. Ja gut, wir haben ja, also um vielleicht auch noch mehr Insights in die ganze Geschichte Böhmisch im Herbst 2024 zu bringen. Wir haben am letzten Konzert, das war ja in Mutzig in Elsass, am Samstag einen Workshop mit Michael Klostermann absolviert. Ja. Und abends saßen wir dann gemeinsam in so einer, wie sagt man, Patisserie, kann man das so sagen? Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber so eine, ja, aber so eine richtig urige elsässische Kneipe, würde ich sagen. Ja? Und und Matze und ich, wir saßen ja nebeneinander und dann kam so im Laufe des Abends der Punkt auf, wir haben noch keine Konzertmöglichkeit, noch keinen Auftritt für 2024. Und das triggerte so unfassbar bei mir, also wirklich, ja, dass ich gesagt habe, hey, es gab ja bis 2019, gab es ja Böhmisch im Herbst bei mir in Neuenburg. Wir haben das damals eben mit Mission Böhmisch gemacht, und also als Hauptact, und dann gab es immer eine Vorband oder halt eben eine Gastkapelle. Und eben, da ja die ganzen Ablaufpläne, Orgapläne, das lag ja alles noch in meinem Dropbox-Ordner, zwar nicht mehr synchronisiert in der Cloud, aber trotzdem, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich überlege mir was. Ja. Wir fahren 5 Stunden nach Hause dann am Sonntag nach dem Konzert. Das heißt, ich habe genug Zeit gehabt, mit meiner jetzigen Frau quasi ins Konzil zu gehen und zu schauen, ob wir jetzt quasi, was wir machen. Und wenn du dich erinnerst, also wir haben dann am Montag dann nochmal telefoniert. Am Sonntag war das Konzert. Und ich habe am selben Tag dann noch in Neuenburg bei meiner Heimatstadt bei der Halle angerufen und gefragt, ob der 9. November 2024 noch frei ist, und der hat mir dann bestätigt, und dann war quasi fast innerhalb einer Woche stand dann ein Konzerttermin für 2024 fest. Ja. Ja, es hat mich brutal getriggert. Es war damals schon auch begeisternd, also als wir den ersten Auftritt gespielt haben, das war ja 2021, Notlangen damals, ne? Genau, kam dann der Tarek, ich weiß noch wie heute, wir sind am nächsten Tag quasi vom Abbauen runtergefahren, und dann sagt der Tarek zu mir, du, nächstes Jahr Eskalation, Blasmusik, da spielen wir mit der KDK. Und ich weiß, ich habe dann diesen Termin quasi in die Gruppe gestellt, und innerhalb von 24 Stunden hatte ich alle Zusagen von allen. Und es ging dann quasi immer jedes Jahr so weiter, dass man schon die Sicht aufs nächste Jahr hatte. Und so wie dann auch letztes Jahr, wo wir dann gesagt haben, okay, wir haben noch nichts Festes. Und dann hast du da, und wir sind ja beide so Machertypen, einfach gesagt, so, Attacke und los. Und das freut mich wirklich, weil das Format an sich, ich meine, Böhmisch im Herbst gab es ja lange Zeit. Und das war ja wirklich auch, ja, das war schon so ein Event, das kannte man, und da hat man geguckt und da hat man geschaut, wer spielt denn da und so. Und deswegen das jetzt wieder aufleben zu lassen, ich glaube, das wird auch die Massen in der Oberpfalz durchaus bewegen. Also das merke ich wirklich. Ja. Ich hatte letztens, es war ein wirklich schönes Erlebnis, ich habe meine Telefonnummer für die Ticketbestellung mit angegeben, und dann rief mich eine Dame an, sie braucht Tickets und sie würde sie gerne abholen, weil die nicht weit weg wohnen, und ich habe gesagt, kein Problem, ja, komm vorbei. Und dann hat sie mir wirklich, ja, freudestrahlend eigentlich an der Haustür, hat sie dann die Tickets für mich bekommen, und sie freut sich so, dass wir das wieder machen, und sie waren 2019 das letzte Mal dabei, und so schade, aber gut, wegen Corona und so weiter, ist ja klar, fand ja nichts statt, und sie freuen sich so wahnsinnig, und aber böhmische Blasmusik ist ihr absoluter Favorite, und dafür geht sie, also macht sie fast alles, ja, also, und ich fand es so mega cool, dass du, also dass das anscheinend wirklich eine Marktlücke auch im Veranstaltungskalender war oder jetzt. Der ja nicht
wirklich leer ist, muss man ja auch dazu sagen. Also nein, also vor allen Dingen die Neuenburger Halle, da ist sehr viel Klassik, auch sehr viel Kultur und Comedians und so. Und ja, wir haben natürlich auch die Stadtkapelle Neuenburg, die Weihnachten immer ein großes Konzert macht, aber es ist halt mehr auch konzertante Blasmusik, die spielen natürlich auch mal Polka-Walzer Marsch und so, alles voll in Ordnung, aber so wirklich einen Abend, der ganz zielgerichtet oder ganz spezifisch dieses Genre bedient, gibt es halt jetzt in Neuenburg und Umgebung und so leider nicht. Wobei, und das ist glaube ich noch ein Alleinstellungsmerkmal, aber wenn man sich diese Blasmusikveranstaltungen anguckt, da gibt es ja quasi die Kreismusikbezirksfeste, ja, also großes Festgeldprinzip. Dann gibt es diese, ja, ich sag mal, so ein bisschen so an mehr Party angelehnte Events, also zum Beispiel Blasmusik-Eskalation oder die Kronjuwelen. Und dann gibt es natürlich die Stuhl- oder jetzt in unserem Fall Tischkonzerte, die ja vom Prinzip her wirklich eigentlich die Musik in den Vordergrund stellen. Und das war auch eine Diskussion, die wir oft hatten, ist, wo passt das eigentlich und wo passt es nicht? Und ich könnte mir jetzt zum Beispiel ein Festzelt für die Kapelle der Kapellmeister nicht vorstellen, also per se. Die Blasmusik-Eskalation war auch schon toll, aber auch da hat man schon gemerkt, da war der Fokus des Publikums ein bisschen woanders. Der war eher in dem okay, da kommen jetzt noch drei Bands und dann ist es ein bisschen partymäßig. Ja. Wenn man Mutzig anguckt, ich meine, das waren 600 Leute, voller Saal, da hast du die Stecknadel fallen hören. Ja. Und so wird es sicherlich da auch werden, ja, weil natürlich gibt es Verpflegung etc., aber da geht es schon auch darum, die Musik aufzusaugen. Und ich finde, das ist für viele auch entscheidend, dass es jetzt nicht irgendwie ein Abrisskonzert ist, sondern wirklich so der Fokus auf Konzert, Konzertant und musikalische Qualität. Auf der Musik, definitiv, und weniger auf Party. Also da kann ich dir noch eine lustige Anekdote erzählen von 2019, als wir mit Mission Böhmisch zum letzten Mal auf der Bühne standen. Da habe ich mich wirklich mal umgedreht und die Tische stehen ja sehr nah an der Bühne und habe wirklich so in die erste Reihe gefragt, sag mal, lebt ihr noch? Ja, es ist, wie du sagst, Mucksmäuschen still, man hört, man hört jeden Räusperer und jeden Husterer und so. Also es ist schon wirklich faszinierend eigentlich, dass die Leute da wirklich voll den Fokus auf die Bands oder auf die Musik legen. Und trotzdem aber, man sagt ja den Oberpfälzern nach, sie wären eher grummelig und eher schwer zu begeistern, aber da kann ich dich beruhigen. Also bin ich überzeugt davon, dass wir da eine gute Stimmung haben werden. Super, ja, da freue ich mich drauf. Ja, klar. Nee, und ich glaube, das ist auch ganz in unserem Sinne, weil wir ja zwei Komponenten mit drin haben in der KDK. Das eine ist dieses Thema, dass wir nur ganz selektiv spielen, also einmal im Jahr. Und okay, nächstes Jahr zweimal, aber da haben wir 5 Jahre und das Woodstock der Blasmusik ist natürlich für uns nochmal ein Ehren. Wenn dich der Ruf ereilt, wenn dich der Ruf des Woodstocks ereilt, dann muss man da hin, ja. Und das andere ist ja schon auch, was uns ja auszeichnet, ist diese brutale Ortsdiversität. Also von Frankreich, wo wir 1, 2, 3, 4, 5 Leute dabei haben, bis hin zu Österreich mit dem Sebastian aus dem Burgenland. Und da muss man ja schon sagen, das ist schon echt begeisternd zu sehen, natürlich, was die Musiker auf sich nehmen an Logistik, aber auch gleichzeitig, dass wir sagen, komm, wir spielen in Mutlangen, wir spielen in Weiler, wir spielen in Mutzig, jetzt spielen wir auf der anderen Seite in der Oberpfalz. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil ich jetzt gar nicht so groß aufziehen, aber also, man merkt schon durch unsere mediale Präsenz, also über die Videos, dass da echt schon Interesse da ist. Und das Interesse ist halt auch regional dann auch unterschiedlich. Also wie gesagt, ich habe am Samstag einen Workshop gemacht, wo eben aus der Oberpfalz Leute nach Frankfurt gefahren sind. Und das zeigt, was diese Musik bewegt. Ja, und das finde ich sehr, wirklich sehr, sehr, sehr motivierend. Absolut. Und ich sehe ja anhand den Ticketverkäufen jetzt, dass wir auch in Neuenburg wirklich internationales Publikum begrüßen dürfen sogar. Also ich habe zum einen auch, was mich wirklich wahnsinnig freut, aus
quasi allen Richtungen Deutschlands oder allen Gegenden Deutschlands. Ich habe Tickets nach Postleitzahlbereich 3 verkauft. Das, soweit ich weiß, ist das irgendwo bei Bremen da, in der, also ganz grob in der Richtung. Mhm. Dann auch Postleitzahl 7, Wahnsinn. Postleitzahl 8. Also das ist ja nach Sachsen einige Tickets. Also die Leute kommen wirklich von weit her, in Anführungszeichen, nur für ein Blasmusikkonzert. Und das ist wahnsinnig cool. Ich feiere das total. Mhm. Und von daher, wie du sagst, auch die Strahlkraft der KDK hat da definitiv auch über die Jahre hinzugenommen. Und ich denke, also diese Videos aus Mutzig, hast du grob im Kopf, welches da wirklich das erfolgreichste war? Ich glaube, also über 20.000? Es sind zwei, die herausstechen. Das ist einmal Du mein Egerländer Musikant. Also ich glaube, das ist einer der meistgeklicksten und goldenen Trompeten, in der Tat. Beiden. Aber was muss ich sagen, echt musikalisch jetzt am besten ankam, also so als mit Rückmeldung, war in der Tat Frag mich nie. Das war so, da haben mir Leute separat geschrieben und haben sich bedankt dafür. Und also da war ich echt irritiert und habe mir das dann noch ein paar Mal angehört und dachte, jetzt kann ich irgendwie so nachvollziehen. Aber ich würde Punkt nochmal zurück. Dass die Leute sich von überall her für das Konzert interessieren, ist ja wahnsinnig schön. Auch andersrum sehen, dass ja jeder der Musiker quasi Freitag oder Samstag morgens in aller Herrgottsfrüh losfährt, den ganzen Tag quasi dann vor Ort ist, bis abends das Konzert ist, dann wahrscheinlich noch übernachtet, dann wieder zurückfährt. Und das machen die ja alle, jetzt übertreiben wir mal kurz, eigentlich für lau. Ja, also wenn du es mal durchsiehst, das ist ja eine reine Frage des Willens. Und das ist für mich sowas, was mich mega begeistert, dass da keiner die Hand aufmacht und sagt, ich komme da schon, aber kostet so viel, sondern jeder sagt, ich möchte dahin, ich möchte das tun. Und das ist heutzutage gar nicht mehr so trivial. Und deswegen ist es für mich auch wichtig, dass wir die richtigen Menschen dabei haben. Ne? Mir geht es gar nicht um große Namen oder irgendwelche sich irgendwie zu schmücken, sondern wir haben ja auch dieses Jahr wieder neue Leute dabei, wo die erste Frage war, ja, passt der? Ne? Also passt der? Zum Beispiel, du sagst gleich Pascal Firnrohr zum Beispiel. Ja, passt der? Also menschlich? Ja, okay, passt. Kann er spielen? Ja, natürlich kann er spielen. Aber das war die wichtigere Frage. Oder der Sebastian jetzt an der Tuba, Sebastian Jäger. Da geht es gar nicht darum zu sagen, ich rufe jetzt gleich irgendwo den Studierten da an, sondern passt der da rein? Und das zeigt wiederum auch, dass das dann Leute sind, die sagen, die passen in die Gruppe und sie nehmen quasi persönliche Zeit in Anspruch, um das möglich zu machen. Und das ist das, was mich so unheimlich zufriedenstellt, dass wir was geschaffen haben, wo gestandene Kapellmeister, die über Jahre hinweg große Bühnen betreten haben, sagen, ich komme dahin, weil ich es einfach gut finde. Und das ist schön. Absolut. Das spricht einfach auch für die Idee und mit Sicherheit auch für das Repertoire, das du ausgesucht hast, weil ich gehe davon aus, würdest du mit der Kapelle der Kapellmeister, was ja per se jetzt noch nicht ausstrahlt, dass wir nur Werke von Ernst Mosch spielen. Ja? Aber ich glaube, würdest du anfangen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen so den Standard-Kram, wobei das jetzt gar nicht so gemeint ist, ja. Aber würdest du jetzt einen böhmischen Traum spielen? Würdest du eine letzte Runde spielen, eine böhmische Liebe und keine Ahnung, so wie die ganzen Klassiker da momentan heißen? Dann glaube ich, gäbe es einige, die sagen, das ist es mir vielleicht gar nicht wert, da diesen Aufwand zu betreiben, um da mitzumachen. Ich erinnere mich, wie heute letztes Jahr in der Pause, das war nicht eine Pause, das war
nach dem Auftritt. Da standen wir schon draußen und frische Luft geschnappt. Und dann stand der Howie neben mir. Und der Howie, der hatte gleich die nächsten 10 Titel schon aufgeschrieben gehabt, die wir jetzt nächstes Jahr unbedingt machen müssen. Ah ja. Also es ist, das zeigt ja aber auch, ich meine, man muss sich ja irgendwo entscheiden für eine gewisse Richtung. Ja. Zum Beispiel bei Bembel-Musikanten, da sage ich, gut, da machen wir alles, was Spaß macht, so nach dem Motto. Ich habe bei Mission Böhmisch ja auch wirklich ganz toll diesen Mix gehabt zwischen Eigenkomposition und aber trotzdem auch sehr bekannten, aber nicht oft gespielten. Ja. Das war ja mein erster Treffpunkt mit dir, war ja auf dem Woodstock, als ihr Wenn der Tag erwacht gemacht habt. Ja. Und wir haben uns halt entschieden, in dieser ganz speziellen Linie zu bleiben. Wenn man jetzt guckt, die letzten Jahre, da gab es dann schon so Bewegungen, ja, man könnte ja mal, die Idee war, ein Komponistenkonzert machen. Also wir spielen Kompositionen von Daniel, also von dir, von anderen, ja, die wir da haben. Dann kamen die, ja, wir müssen ja vielleicht noch was mal von Schneebiegel machen oder von Robert Peyer oder Klostermann. Und dann hat er gesagt, ja. Nein. Aber das ist einfach eine Sache, wo du einfach deiner eigenen Idee treu bleibst. Und man, also wenn wir es mal geschafft haben, ja, dass wir das ganze Repertoire leer gespielt haben, bis es dafür Ich glaube, da gibt es noch viele Konzerte, die das gespielt werden müssen. Ja. Ich würde jetzt zum Beispiel, wenn jetzt von mir ausgeht, es gar nicht wollen, dass die KDK meine Sachen spielt. Einfach jetzt nicht, ne, mir geht es nur darum, dass ich sage, du hast viele Komponisten eigentlich bei den unter den KDK. Mhm. Wenn jetzt da zum Beispiel Daniel Hilbert, Sebastian Moritz, Andi Schreck. Andi Schreck, ja, genau. Zum einen, wenn du da einen vergisst, hast du ein Problem, dann gibt es vielleicht einfach Titel, die halt vielleicht einfach nicht so ins Programm passen. Ja? Und dann möchte der Komponist aber vielleicht eher den Titel gespielt haben und du willst aber gerne lieber einen anderen. Also ich finde, das läuft einfach Gefahr, dass da Konflikte entstehen, die es meiner Meinung nach eigentlich gar nicht bräuchte, wenn man da einfach konsequent das ausklammert und sagt, nee. Ja, wir spielen Mosch und auch von der Positionierung, also jetzt aus betriebswirtschaftlicher Sicht, ja, ist ja immer, wenn man die Komponente mit einbaut, ja, je spitzer du positioniert bist, umso besser ist es. Ja, ja, und vor allen Dingen, auch was die Literatur anbelangt, wenn du halt wieder eine von vielen bist, dann stichst du halt nicht aus der Masse heraus. Und ich glaube, gerade mit diesem Repertoire, mit dieser Ausrichtung, die du jetzt da gewählt hast oder die für die KDK auch steht, denke ich, bist du, du spielst zwar jetzt keine neuen Sachen mehr, im Sinne von, wurden in den letzten 2-3 Jahren komponiert, aber genau das macht es ja eigentlich aus. Aber auf der anderen Seite, also ich meine, da muss man auch kritisch hinterfragen und jetzt bitte nicht falsch verstehen, ja, und bitte, liebe Szene, nicht dogmatisch sehen, aber wie viel von den Titeln nach 1998 sind denn wirklich hängen geblieben? Also, es sind ja einige, die du irgendwie an der Hand abzählen kannst, die irgendwie sich tragen. Aber auch die Kompositionen, die es da, ich sag mal, im Rahmen der neuen Egerländer Musikanten gibt. Also, ich finde jetzt nicht, dass da viel wirklich nachhaltig geblieben ist. Ja, das hat verschiedene Gründe natürlich auch, weil natürlich die Literaturmenge früher viel, viel dünner war, als es heute ist. Ja. Heute hast du ja pro Programme beziehungsweise CDs und tausende Komponisten, ja, wo aber viel, also es immer einmal komponiert wird, dreimal gespielt und dann ist es wieder vergessen. Das finde ich ist bei den Titeln anders, die wir gewählt haben. Ja. Das sind so Sachen, die, wo du entweder sagst, ja klar, oder du sagst, wow, den wollte ich schon immer mal spielen, oder wie sagte der Sebastian Moritz letztes Jahr, also die Hälfte konnte ich gar nicht. Also, weißt du, so, ist auch gut, ich meine, der Junge ist auch klar, knapp 18, ja. Und das macht es dann schon aus. Ja.
Aber ich glaube, aus den, also was für mich jetzt so noch hängen geblieben ist, nach der 98er Zeit ist vielleicht noch eine Aha-Polka, ja, wo ich sage, die spiele ich heute noch gern. Alles andere nimmt wieder die Wurzeln von davor ein. So meine Wahrnehmung. Ja. Wo wir auch die perfekte Überleitung zur nächsten Frage hätten. Und zwar, ich würde gern von dir wissen, welche Bedeutung hat denn die Musik von Ernst Mosch noch für die Blasmusikszene in der heutigen Zeit? Ich glaube, jetzt die letzten Jahre sogar eine viel, viel bedeutendere, als wir denken, weil durch diese inflationäre Verfügbarkeit auch von Literatur, gleichzeitig dann die höher, schneller, weiter Logik, die sich ja durchaus dann über Jahre aufgebaut hat, finde ich, dass es so einen gewissen Move gibt hin zu einer Rückbesinnung auf die traditionelle Blasmusik, also auf die, ich würde es nicht sogar konzertant nennen, aber es ist nicht mehr cool, die Südböhmische mit 5 Oktaven zu spielen, ja? sondern es ist heutzutage sogar cool, es normal zu spielen, wie es steht. Ich überspitze jetzt mal, ja. Und ich glaube, das ist aber auch das, was Mosch ausgemacht hat, diese brutale, für sich selber auch klare Linie zu haben, nett zu übertreiben, es lieber schön zu spielen und sauber als übertrieben zu machen. Und ich glaube, das ist der große Einfluss. Es geht immer um die Literatur. Ja, also man kann auch, ich bin jetzt mal eine letzte Runde, was bleibt, ist die Erinnerung, andere Titel, die man kennt, die kann man auch in dem Sinne spielen, ohne dass es quasi jetzt von Mosch und Bummer sein muss. Und ich glaube, diese Rückbesinnung, das ist ein großes Erbe, das aber die letzten 3-4 Jahre aus meiner Sicht wieder vermehrt kommt. Ja, es ist total spannend, weil das wäre noch meine nächste Frage gewesen, die du eigentlich jetzt schon beantwortet hast, ob es ein Gegenpol zu lauter, schneller, höher ist. Aber du hast es eigentlich jetzt genau ganz passend beantwortet. Und ich meine, das ist ja auch, und das hat ja letztes Jahr auch der, das letzte Mal oder vorletztes Jahr, der Ernst Ruder toll gemacht mit dem auf dem Heimweg. Ne? Also das es gibt ja ein unerschöpfliches quasi Repertoire von Titeln, die gar keiner spielt, die gleichzeitig auch wenig bekannt sind, bis gar nicht und sogar teilweise, wenn überhaupt, nur auf CD aufgetaucht sind damals. Ja. Und das ist ganz normal, weil ich glaube, wie viele Kapellen nehmen heute CDs auf und von den 10 Titeln machen sie 3 live und der Rest ist halt konserviert, aber wird nicht gemacht. Und da sich durchzufräsen und zu überlegen, was davon kann ich denn machen? Also ich mache mal einen kurzen Spoiler gleich, ja. Ohne dass man jetzt quasi nur Sachen spielt, die keiner kennt, das ist schon spannend. Und ich meine, wir haben dieses Jahr zum Beispiel einen Titel ausgewählt, der kommt ganz kurz vor Ende. Nur keine Tränen beim Abschied nehmen. So. Das ist so ein Titel, da sage ich, den kannte ich gar nicht vorher, bis ihn der David Lagers geschickt hat und sagt, du, den musst du mal anhören. Also ich kannte den nicht, du wahrscheinlich schon. Und ich dachte, dann, gekannt, ja. Wahnsinn, diese Komposition, die quasi am Anfang auch ganz diese traditionellen Elemente mit reinbringt, also keine Einleitung, direkt quasi die Melodie, dann diese die Achtelketten hintereinander, dann am Schluss sogar noch eine Hommage an den Rekrutenmarsch, also mit gleicher Tonalität quasi. Also total genial, aber nirgendwo zelebriert. Na, oder wir hatten ja schon, was hat man noch so in dem Programm? Die Kapellmeister-Polka. Oder im ersten Jahr hat man, da warst du noch nicht dabei, hat man den Bärensammler. Ja, also so wahnsinnige Titel, die aber heute kaum mehr einen Weg in ein Konzertprogramm finden.
Also dieses Jahr, soweit ich das überblickt habe, ist ja auch das erste Solo im Programm. Ich kannte zum Beispiel die Pfeffernüsse nicht. Ja, ja. Das war jetzt ein unbekannter Titel, den ich noch nie irgendwie bewusst wahrgenommen habe. Ja, das war auch in der Tat ein Wunsch von dem Orchesterteil, der ja die Weltherrschaft übernehmen will, unsere Posaunen, die wollen das unbedingt machen. Auch das ist so ein Titel. Ich glaube, da gibt es von Christoph gleich auf, gibt es eine Live-Aufnahme. Gibt es eine Aufnahme, ja. Genau. Aber sonst auch ein Titel, der nicht oft gespielt wird, wobei ja solistisch, ich sag mal sowieso ja, immer so ein Ding war. Ja, bei Mosch hat ja sehr viele oder nur eigentlich Solisten im Orchester gehabt. Hat, glaube ich, eine CD aufgenommen, wenn ich es richtig weiß, mit Solisten. Also wo auch die Polka für zwei oder die Chiribin oder solche Sachen drauf waren. Aber ich glaube, Gentleman, oder? Gibt es ja nicht noch ein Posaunen, ja, oder das Gentleman heißt? Ja, sehr, genau. Sehr cool. Ich bin mir gar nicht sicher, und das weiß ich in der Tat einfach nicht, ob das überhaupt auch live gespielt wurde. Also ob es da Live-Solisten gab. Also mein Ernst Rutter macht das ja sehr, sehr frequent, aber ob bei Mosch Solisten, weiß ich nicht, kann ich nicht. Habe ich jetzt auch keine Videosequenz irgendwie in YouTube oder sonst irgendwo, wo war mal wirklich was Solistisches. Aber es ist auf der anderen Seite schon auch so, ich meine, das hat ja eine ganz natürliche Weiterentwicklung im Programm, ja, dass du sagst irgendwann, okay, wie kann ich das Programm, und wir spielen ja dieses Mal zum ersten Mal auch länger als 1,5 Stunden, ja. Wie kann ich das Programm noch aufwerten mit was Neuem, dass auch die Anspannung im Orchester immer noch da ist. Also wir hatten zum Beispiel das 2022 da auf der Eskalation, das war sehr stark geprägt von großen Märschen zum Beispiel. Da war der Veteranenmarsch gemacht zum Beispiel. Jetzt dieses Jahr ist es dann erweitert um einen Solotitel, dann ist es erweitert um ein, zwei Walzer, die ich wirklich grandios finde. Also zum Beispiel, ich habe die Sterne gefragt, ist also wahnsinniger Walzer, ja. Und so bleibt man aber immer auch selber in der Anspannung zu sagen, so geht's mir, ich möchte diesen Musikern, die da kommen, immer wieder was hinlegen, wo die sagen, ja. Und dementsprechend ist ja auch die Programmgestaltung ist ja kein Selbstläufer. Also das ist ja eine gewisse Diktatur im Sinne von, ich hätte gern, aber ganz oft ist es ja auch so, dass dann Leute kommen und sagen, hey, das müssen wir machen oder das ist cool, und dann guckst du dir das an und dann baust du da irgendwas draus, wo du nachher sagst, das finden die hoffentlich gut. Und dann ich verstehe dich. Und dann spiegelt man das noch mit 1, 3, 4, 8 Leuten und sagt, du, wie findest du das? Und wenn die sagen, das ist gut, dann hat es dann auch seine Wertigkeit. Ja. Ja, also wir können auf jeden Fall schon mal spoilern. Das Programm ist wieder ein sehr ausgewogenes, aber ein sehr interessantes. Also meine absolute Lieblingsnummer ist die Jubiläumsgrüße-Polka. Also die ist wirklich, also Chapeau und schöne Grüße an die Brauhaus-Musikanten, die auf die letzte CD gepackt haben. Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Es ist Ich mag die Nummer so, ich kannte sie wirklich, ich bin mit der Nummer groß geworden, auch im örtlichen Musikverein haben wir die auch gespielt und geil. Und vor allen Dingen eben schöne Grüße an die Brauhausmusikanten, so wie die Flügelhörner da in der letzten Phrase aufreißen, das ist das ist unglaublich cool, also mega. Tolle Hoffnung. Voll. Und ich, als ich gesehen habe, dass wir die ausspielen, sehr cool. Also Musikantentraum und die Jubiläumsgrüße, das sind meine beiden Favoriten und von daher, ich freue mich sehr. Den Musikantentraum mussten wir jetzt dieses Jahr mal rausnehmen, weil der war schon 3 Jahre drin. Schon, aber das sind meine beiden wirklich absoluten Favoriten, und den Musikantentraum durfte ja letztes Jahr oder glaube ich in bei der Eskalation in wo waren wir da? In Bingen am Rhein. Ja. Da haben wir ja den Musikantendrum gespielt auch. Genau, das haben wir letztes Jahr auch gemacht, und das ist also schon, es hat den rauszunehmen fiel mir schwer, ja, weil das ist schon, den werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr im Best-of wieder machen, weil der auch, und ich habe den jetzt am Samstag auf dem Workshop auch wieder gemacht, weil der eine unheimliche Symphonik auch drin hat, also gerade im Trio-Teil. Vorher aber auch schon fast eine unspielbare Klarinettennummer, wenn man so will, plus
dieses Trio, die Trio-Melodie, ist meiner Meinung nach, also persönliche Meinung, eine der grandiosesten Kompositionen, die diese Blasmusikwelt gesehen hat. Das stimmt, sehe ich auch so. Ja, Matthias, bevor wir zum Ende kommen, hätte ich noch eine Frage. Und zwar, was können denn die Besucher vom Böhmischen Herbst erwarten, wenn wir die Bühne betreten? Ja, zuerst mal haben sie, wenn wir die Bühne betreten, schon mal eine super Gruppe gesehen, nämlich die Hochdruckböhmische. Und die werden ja den Abend eröffnen. Und da freue ich mich total drauf, weil ich kenne die nicht. Und ich kenne auch niemanden, der da spielt. Mhm. Und deswegen ist es immer schön, da hinzukommen und dann neue Leute zu treffen und dazu zu hören, wie die Sachen interpretieren. Und da bin ich echt gespannt drauf. Wenn wir auf die Bühne gehen, dann sind es am Schluss 23 Titel, sehe ich gerade, die wir zelebriert haben. Mix aus alten Nummern oder Nummern, die wir schon gemacht haben und neuen Kompositionen. Wobei, wenn ich so drauf gucke, ich glaube 80% sind neu. Wir werden vier Titel vom letzten Jahr wieder mit rübernehmen, die einfach mir am Herzen liegen. Du, mein Egerländer Musikant, Der Weg zurück, auch toller Walzer. Wir werden aber auch Sachen spielen, die jeder kennt, die aber einfach nur toll gespielt sein wollen, nämlich Dompfaff zum Beispiel, das ist eine ganz einfache Nummer. Gleichzeitig haben wir dann auch so Titel drin, die sehr orchestral sind, also die Hanna-Polka zum Beispiel, die ganz viele Elemente drin hat, zum Beispiel ein Trompetensolo, ein Posaunensolo, Und ich glaube, was jeder wieder einfach sehen wird und erwarten kann, ist, dass da mit Mischer und Gesang 35 Leute ungefähr oder 34 auf der Bühne sitzen, die einfach eine riesen Emotion für diese Musik haben. Und ich glaube, jetzt sich schon freuen auf diesen Moment, wenn dieser Klang, dieser große orchestrale Sound ertönt und am Schluss einfach mit einem Lächeln von der Bühne gehen. Ja. Aber das glaube ich, das ist selbsterklärend. Also wenn ich jetzt die letzten drei Male, wo ich dabei war, das erste Jahr hat es ja leider nicht geklappt, weil ich da terminlich in Hamburg und das war dann einfach alles too much. Wo war der erste Auftritt in Mutlangen? Mutlangen, genau. Und dann also Stuttgart, dann wieder nach Hause, dann nach München, Flughafen, Hamburg. Und das alles an einem Wochenende, das war mir einfach zu viel. Und der Termin in Hamburg, das war ein Arzttermin, den ich zufällig eigentlich erhalten habe, weil wirklich eine Spezialistin und sowas. Also, ne, das liegt einfach in der Priorität ganz vorne, muss man einfach so sagen. Obwohl natürlich dann am Platz 2 gleich die Blasmusik kommt, aber nichtsdestotrotz, hilft ja nichts. Genau, und von daher, wenn ich jetzt da zurückblicke an die letzten Konzerte, wo ich dabei war, also ich denke, das Lächeln, wenn man von der Bühne runtergeht, das glaube ich, das hat jeder und auf das freue ich mich. Ja, auf was freust du dich ganz besonders, Matze? Also am schönsten ist eigentlich immer der Moment, wenn du auf der Bühne stehst, dann kommt so eine Stelle wie bei Du mein Egerländer Musikant, so eine Dalsenio-Reprise oder so ein Trio-Reprise im Tutti. Und du stehst da vorne und hast so halb so eine Träne im Auge, weil du vor so einem Orchester stehst, das so wahnsinnige Energie mit sich bringt und du einfach merkst, genau dafür machst du das. Genau dafür machst du die ganze Vorbereitung und die Titelauswahl und die Noten und also das ganze Kladderadatsch schon an Organisation. Und diese Momente, das ist so das, wo du alles um dich rum vergisst, außer die Musik und das Orchester. Und das sind die Momente, für die mache ich das. Ja. Cool. Ja, und vor allen Dingen, was jetzt mich persönlich wirklich sehr, sehr freut, zum einen wieder mal in der Heimat spielen zu dürfen und vor allen Dingen, was echt, wo ich mich wirklich richtig drauf freue, ist die
die Truppe, die Mannschaft, die Musikerinnen und Musiker mal wieder zu treffen. Es wird zwar wahrscheinlich wenig Zeit bleiben für mich jetzt als Veranstalter da großartig ins Gespräch zu kommen, aber nichtsdestotrotz, ich gehe davon aus, dass wir nach dem Konzert noch die Möglichkeit haben, noch den ein oder anderen Shoppen dann zu trinken und da freue ich mich wahnsinnig drauf, die Leute wieder zu treffen. Ja. Einmal im Jahr, KDK, da kommen sie wieder alle zusammen. Und wir sind ja jetzt auch interessanterweise bis 2026, da gibt es auch schon Termine, ja, sind wir schon vorgeplant. Ach, ja. Okay. Mhm. Ja, also muss ich noch erwähnen, ja. Nächstes Jahr dann Woodstock und Kronjuwel der Blasmusik am 17. und dann 2026 werden wir wahrscheinlich wieder nach Rheinland-Pfalz fahren. Aber das ist noch. Ah ja. Noch offen. Naja, dann spoilere ich mal meine Gedanken. Und zwar, jetzt bringen wir zwar mal das Böhmische im Herbst jetzt 2024 über die Bühne, aber ich habe Pläne, das noch ein bisschen auszubauen. Und vielleicht sehen wir uns ja, also kommt die KDK ja irgendwann auch mal wieder in die Oberpfalz. Ja, also da gehe ich mal hoffentlich davon aus, dass das so wird. Ja, schauen wir mal. Also es gibt ein paar Ideen, wie man da noch etwas noch Besondereres draus machen kann aus dem Ereignis oder aus dem Event. Und aber mal schauen, jetzt bringen wir erst mal das eine rum und es kann ja sein, dass ihr nicht mehr kommt, weil ihr sagt, um Gottes Willen, das ist ja alles Katastrophe. Nein. Also wenn ich schon die Konzerthalle sehe auf den Bildern und das ist ja ganz wichtig, dass das Setup stimmt. Ja, wenn du jetzt also mit so einer Gruppe auf so einem Rettichfest spielst, ja, das machst du ja auch nicht unbedingt. Und wenn da aber der Saal, und das muss ich auch sagen, so eine 26, wenn das klappt, also der Saal an sich, der zeigt schon, welchen Anspruch man an Musik hat. Und so ist es in Neuenburg auch. Also die Halle sieht toll aus und das ist ganz, ganz viel wert. Ja, und wie du sagst, vielleicht ist die KDK auch keine Kapelle für ein Festzelt oder so. Sondern eher wirklich für die Konzertsäle und so weiter. Ja. Sehr cool. Ja, Matze, wo bekommt man Tickets? Sag doch du da das mal. Ja, natürlich ganz klar über die Seite böhmisch-imherbst.de. Ja. Da gibt es quasi die Kontaktadressen. Dann kann man natürlich bei dir anrufen, beim Medibus Musikverlag. Da kann man dann ganz traditionell anrufen. Und ich freue mich immer. Ja. Sogar persönlich abholen, habe ich gehört, machen auch viele. Auch möglich, alles möglich. Und da gibt es bestimmt auch noch eine E-Mail-Adresse, die du gerade spontan im Kopf hast. Ja, das ist die info@melikus-art.de. Ich würde sagen, wir machen das ganz einfach. Wir stellen das alles unten in die Videobeschreibung rein. Und auf jeden Fall muss man sich jetzt langsam beeilen. Es ist mehr als die Hälfte der Tickets sind weg. Super. Es sind ja Platzkarten, das heißt, also man kauft wirklich hier mit dem Ticket auch seinen festen Sitzplatz. Und da ist es halt immer so, wer zuerst kommt, also der malt zuerst. Ja. Und von daher, die besten Plätze werden immer weniger, sagen wir es mal so. Ja. Von daher jetzt schnell sein und beeilen. Ja, ich freue mich wirklich. Also wie schon erwähnt, ganz zu Beginn, wir haben wirklich Gäste aus der ganzen Republik, aus Europa. Es haben sich, was mich unglaublich freut, Gäste aus dem Egerland, aus dem ehemaligen Egerland angekündigt. Die haben schon Tickets gekauft. Also wir haben Gäste aus Zwodau da. Also es wird mega und von daher schnell sein, Tickets sichern und einen der Abend steigt entspannt. Der Druck steigt unwesentlich, genau. Ja, Matthias, vielen Dank, dass du dir im Urlaub die Zeit genommen hast, mit mir jetzt ein bisschen über die KDK zu sprechen. Ich wünsche dir jetzt noch eine gute Erholung und eine gute Vorbereitung auf unser Event. In knapp 4 Wochen ist es ja schon soweit, sehen wir uns dann persönlich. Und ja, in diesem Sinne nochmal der Aufruf. Tickets gibt es auf www.böhmisch-im-herbst.de.
Alle Links, alle Infos stellen wir in die Videobeschreibung und ich hoffe, dass wir uns dann am 9. November in Neuenburg vom Wald in der Schwarzachtalhalle sehen. Genau. Und Matthias, danke dir. Wir starten mit der Starparade, nur als kleiner Spoiler. Das wird so geil, ich sag's euch. Ja. Das ist jetzt, wenn das die Leute jetzt nicht überzeugt hat, dann weiß ich nicht. Ja, kaufe ich gleich 10 Tickets. Genau. Matthias, danke dir. Alles Gute. Danke dir. Ciao. Ciao.